Okay, bin wieder da und gerade ist zum ersten Mal hier eine Nachricht aufgetaucht. Die war vorher ganz sicher noch nicht da und die sagt, versuch's mit Köder. Bewert 1. Das ist ein Tipp von einem anderen Spieler, wie es scheint, weil ich hier so oft verreckt bin oder so. Köder. Was zum Teufel sind Köder? Ich habe einen Speckstein. Ich glaube nicht, dass der was damit zu tun hat. Allerdings ist auch nicht der Drache mein großes Problem, weil Abfall wertlos. Wieso habe ich dieses Scheißding noch? Der Drache ist gerade ja auch gar nicht mein Problem, weil ich den Weg ja dann erst ignoriere jetzt. Aber eher sind die Giftviecher mein Problem. Die töten mich gerade dauernd. Weil zwei Treffer und du bist halt tot. Egal was du tust. Das ist richtig assi. Oh cool. Das hat er für mich einen Helm. Ich kann mich jetzt... Ich habe neulich ein Video von... Ja. Ja, du Bastard. Ich habe neulich ein Video von Rooster Teeth gesehen. In Dark Souls 3. Wo einer sich als eines der Monster verkleidet. Und einer dann versucht eine Invasion bei ihm zu machen. Und dann einfach ihn nicht findet, weil er als Monster verkleidet ist. Und dasselbe könnte ich jetzt... Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh, dasselbe könnte ich jetzt praktisch auch machen. Alles gut. Ich habe die Viecher getötet, ohne vergiftet zu werden. Das ist jetzt im Moment das Beste an Leben und... nicht vergiftet sein, das ich bisher geschafft habe. Bis zu diesem Punkt. Ja, ich habe es geschafft. Dann kann ich jetzt meine Seelen holen und dann werde ich mich gleich nochmal den Eber stellen. Sobald ich die ganzen Zombies erledigt habe. Schwert- und Speerzombies. Oh, da. Da ist eine nettere Nachricht. Viel Erfolg? Leck mich! Blutfleck berühren. Mein Blutfleck ist da hinten, du Otto. Ja, ja. Ich habe mich gerade voll stabben lassen. Weil ich voll nicht aufgepasst habe. Ich habe zwei Menschlichkeit wieder. Das heißt, wenn ich meine zwei Menschlichkeit nicht verloren hätte, hätte ich jetzt vier. Mann, scheiße. Kann auch in einem das Schlechte sehen. So, was haben wir denn hier? Eine Höhlensoldatenrüstung. Ja, ich kann mich jetzt echt fast als dieser Höhlensoldat da verkleiden. Das könnte ich eigentlich mal kurz machen. Ich habe ein... Ich habe zwei verschiedene Höhlenkrieger- und Höhlensoldatenhelme. Von Höhenkriegern getragener Helm oder von Höhlensoldaten getragener Helm. Zwar aus Eisen gefertigt, aber altbeschädigt und verschlissen und so alt und ramponiert auch sein mag, das verwendete Eisen macht ihn ziemlich robust. Ich weiß gar nicht, was da besser ist. Ich leg mal das an und guck. Das ist gegen Stoß besser, aber ansonsten ist der Helm besser. Ist der Höhlenkriegerhelm besser. Ist der Helm besser. Das sind beides Helme. Höhlenkrieger und Höhlensoldatenrüstung. Ah, okay. Oh oh. Ich sollte mal lieber nicht so viel Blödsinn machen, weil irgendwann kommt noch ein Gegner von hinten und macht mich fertig. Und dann kann ich gerade wieder mein Zeug einsammeln. So, hier sollte gleich ein Speerträger kommen. Da kommt erstmal ein Schwertkämpfer aus 10 Kilometer Entfernung. Da ist der Speerträger. Yay, komm her. Nope und nope und du bist weggehüpft. Wie jedes Mal. Ich gebe dir zwei Nopes und du hüpfst weg. Du bist ein Arsch. So. Ich habe über 5000 Seelen. Sollte ich irgendwann mal auch wirklich zu einem Leuchtfeuer kommen und mich heilen können, aber... Jedes Mal, wenn ich so weit komme, sterbe ich dann ja hier. Egal weswegen, entweder Gift oder der dumme Rieseneber da. Ach komm jetzt! Blöder Speerträger! Ja, ich hab dich. Endlich. Gut, reicht... Ja, ich muss mich heilen, sonst bin ich sofort tot. Ich muss den halt irgendwie herlocken, den Rieseneber hier. Oh je. Yeah. Oh cool. Oh nicht cool. Autsch! Schnell, Baro, lauf! Hier rein! Da kommt er nicht hinterher, oder? Ich kann nicht vorstellen, dass er hier reinkommt. Ich kann hier runterklettern. Wo ist er hin? Geht er wieder? Soll es nicht gehen? Nimm das! Oh, falscher Knopf. Nimm das! Wow, es macht überhaupt keinen Schaden! Warte, 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 ich muss auf Flakos umstehen, sonst bin ich gleich tot. So. Hier, komm wieder her. Komm wieder her. Was? Das ist nicht cool! Das ist nicht cool! Ich kann den meine Rüstung nicht durchdringen! Das Bibel besteht nur aus Schild! Wie soll ich das Ding denn besiegen?
Das ist nicht möglich! Was ist das da oben? Eine weitere Nachricht. Hallo? Wie soll ich denn da hinkommen? Gerade war doch eine Anzeige, oder war die nur wegen dem da Fehlerfolg-Ding? Ja, hallo? Beste Nachricht ever, danke. Warte mal, ich kann ja hier durch. Schwäche, Absprung. Aha, ich muss das Vieh herlocken und auf seinen Kopf springen. Wieso kriege ich jetzt überhaupt Tipps? Wo kommt das her? Hierher. Komm, put. Wow! Flipp doch nicht gleich so aus! Ah! Nein. Hier lang. Oh, shit! Das Vieh gewonnen-hittet. Holy crap, das war der beste Tipp ever. Okay, ohne den Tipp hätte ich das vielleicht niemals geschafft, aber ich habe gerade tatsächlich diesen Superpanzerrüstungs-Wildschwein-Eber mit einem Schlag erledigt. Danke für diesen Tipp, wer auch immer das war. Ich weiß nicht, wie man da eine Bewertung hinterlässt, aber ich würde es gerne machen, weil das war ein super Tipp. Auch wenn ich eigentlich gar keinen wollte. Ich wollte da alleine vor mich hin sterben. Aber hey, so geht das jedenfalls nicht. Na gut, keine Ahnung, vielleicht... Ich weiß nicht, wie man den bewertet. Vielleicht ist er auch schon bewertet. Ich weiß nicht. Okay. Oh, guck mal, da ist eine Treppe hoch. Da sind die... Kann ich vielleicht... Was? Blutfleck berühren. Wow! Achso, da ist ein... Der Blutfleck zeigt, wie die letzten gestorben sind. Oder so. Ja, der Typ da wurde einfach von den Armbrustschützen niedergemäht, während er im Kreis gerollt ist. Wo bin ich? Ich habe gerade ein bisschen Schiss gekriegt, dass der Drache gleich brüllt. Feuerspeit. Fast das gleiche, ne? Oh, da seid ihr. Okay, wenn der Speerträger hier runterkommt, dann kann ich ihn ganz gemütlich kalt machen. Speerträger! Hallo, ich bin hier! Wow! Sieht doch nicht gleich so aus. Willst du mich verarschen? Komm ja her! Ja, Maro, guter Schlag. Ich habe 6000 Seelen, das sind 2 Level-Ups, glaube ich. Aha. Aber du kannst doch nicht dein Schild die ganze Zeit hochhalten. Es muss doch wehtun. Hör auf damit. Nein. Jetzt, Mann, der geht mir echt auf die Nerven. Schlag mal zu wie ein Vollidiot und... Ah, jetzt heilt er sich auch noch. Alter, was ist denn das? Lass das jetzt. Alter, der geht mir so auf die Eier. Ich hab gleich meine Flakons verbraucht wegen dem Penner. Ja, endlich. Mann, ich hab nur noch 2. Ich hab nur noch 1. Ein Köderschädel. Oh, ist das der Köder für den Drachen? Ja, vermutlich. Höhlensoldatenrüstung, sehr schön. Okay, da komme ich wohl nicht weiter. Was? Wieso? Wo kommst du jetzt? Der hat mich natürlich voll getroffen, der Arsch. Ah, das war meine letzte Heilung. Aber ich könnte jetzt dann eh zurück zum Leuchtfeuer. Ich habe über 6000 Seelen und ich muss hier vielleicht nicht mehr her. Also können die Viecher ruhig respawnen. Aber nur vielleicht muss ich hier nicht mehr. Wahrscheinlich muss ich erst den Drachen töten, bevor ich hier nochmal her muss. Es scheint mir aber nicht so, als würde hier irgendwas aufgehen. Da geht ein Weg nach unten. Hallo. Ich würde ja gerne da rein, aber kann ich. Weiß den Weg nicht. Also gut, ich habe keine Heilung mehr. Wenn ich jetzt sterbe, kann ich hier alles nochmal machen. Den sterbe ich nicht.
Versuch's mit Köder. Okay, ich bin hier schon wieder beim Drachen, wie es scheint. Wow! Hä? Krass. Wieso hast du Psycho eigentlich überlebt? Warum sterben die das so schnell? Ich muss jetzt halt ganz vorsichtig... Oh Gott! Ich darf nicht mal bei so schwachen Viechern die Deckung fallen lassen, sozusagen. Ja, die psychische Deckung. Die Deckung in Gedanken. Gedanken. Ich weiß, ich sehe gerade nichts. Da ist noch ein normaler Spacko. Nein! Und da ist wieder eine Nachricht. Leck mich! Brauchst Schlüssel. Ja, aber nicht um das Item zu holen, jedenfalls. Oh! Was ist das denn für eine dumme Nachricht? Ich habe einen dummen Schlüssel bekommen. Bei einer Nachricht brauchst Schlüssel. Auf jeden Fall, da steht Geheimschlüssel. Ich habe einen Geheimschlüssel. Der wird mir bestimmt noch sehr nützlich sein, früher oder später. Da ist schon wieder eine... Oh nein. Die Leiter führt mich bestimmt zum Drachen oder zu meinem Tod. Dann kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Ist das ein normaler? Ja, das sind normale, schwächliche Gegner. Ich muss trotzdem aufpassen. Ich darf hier nicht sterben. Ja, mit dem Schild habt ihr nicht gerechnet, ne? Achtung, vor dir zäher Feind. Ich gehe stark davon aus, dass es einer von denen ist, die ich gar nicht mag. Moment mal, da hinten ist noch ein Item. Komm ich hier überhaupt dran? Wie soll ich denn da hinkommen? Oh. Oh je. Easy. So schwer war das nicht. Eine weitere Seele. Okay, klar, dass es nicht so schwer war, war ja auch nur eine Seele. Okay. Mir gefällt nicht, dass hier ein Zielgegner ist, aber ihr wisst ja, ich will alles erforschen. Also weiß ich nicht, was da jetzt auf mich wartet. Ich könnte mir einen göttlichen Segen jetzt verbrauchen, weil ansonsten... Darf ich 6.500 Seelen und 2 Menschlichkeit hier wiederholen oder auch nicht, wenn ich dumm bin. Geschafft. Nein, garantiert nicht geschafft. Ich weiß nicht, was da auf mich wartet, aber es ist garantiert dieser Zählfeind, von dem gesprochen wurde. Eventuell ist es sogar der Drache, ich weiß es nicht, aber das ist kein Geschafft. Definitiv nicht. Ja, die Frage ist jetzt, was mache ich jetzt? Warte mal. Ich meine, ich könnte... Hä? Ist es immer noch einer oder nicht? Ach, keine Ahnung. Ich könnte mit diesen... Heimkehrknochen zurück, aber da werden natürlich auch alle Gegner respawned und ich muss die alle bekämpfen, um... Oder ja, alle besiegen, um wieder hierher zu kommen. Die werden alle respawned, auch dieser Rüstungs-Eber, aber den habe ich ja besiegt. Ach, keine Ahnung, ich werde ihn jetzt aber noch nicht bekämpfen, das ist jetzt... Das wäre Selbstmord. Achso, ich dachte gerade, wieso kann ich hier nicht runterklettern? Bin wie immer noch im Inventar. Hat mich schon einmal das Leben gekostet, fast. Okay. Geht zurück zum Leuchtfeuer und level erstmal mindestens einmal auf. Und ich finde den Weg hier raus nicht mehr. Ja, da geht's runter. Da geht's lang. Weil hier sind noch Fässer, die ich jetzt zerstören kann. Da ist nichts drin, war klar. Da ist nie was drin. Fast nie. Okay. Und da ist noch mehr Fässer. Wieso zerstöre ich die eigentlich, wenn ich weiß, dass da nichts drin ist? Blutfleck berühren. Er wurde von hinten erwischt. Ah, vielleicht hat er die Armbrustschützen nicht erledigt. Na gut.
könnte... Also ich werde jetzt, bevor ich weitermache, werde ich erstmal checken, was passiert, wenn ich diese... Wenn ich dieses Leuchtfeuer mit Menschlichkeit entfache. Ob das dann tatsächlich so ein 10er-Leuchtfeuer auf Dauer ist. Ich habe ja noch mehr als genug Menschlichkeit im Moment und irgendwann muss ich die ja verwenden für irgendwas. Warum ist hier noch eine Nachricht, die ich vorhin gar nicht gesehen habe? Hat das was mit den Giftviechern zu tun? Ich halte es nicht aus. Sie vielleicht auch immer wieder gegen die Giftviecher verreckt. Oh, guck mal, da ist noch eine Nachricht. Schwäche, Hinterteil. Was, der Drache oder was? Und was spricht der? Es sind so viele Nachrichten. Achtung, vor dir Feuer. Ja. Ja, sowas ist normal bei einem Drachen, ne? Okay. Wir runter und dann bin ich wieder beim Leuchtfeuer. Das sind überall jetzt so Nachrichten. What the fuck? Wo kommen die überall her und warum sind die jetzt hier? Viel Erfolg. Ja, du bist ein Bastard. Du bist nützlich hier. Viel Erfolg. Hallo, hört auf damit. Oh, was? Hä? Was willst du von mir? Warte mal. Da hinten ist nochmal eine Message. Egal, wenn ich hier sterbe, muss ich ja nicht weit. Ah. Nee, jetzt hab ich voll hitten lassen. Versuch's mit Tod. Okay. Wo ist jetzt das Leuchtfeuer hin da? Okay, dann werde ich jetzt hier... Oh, du bist so ein Mongo, komm her. Bäh. Oh. Das war super. Okay, ich werde hier nochmal kurz schneiden und mich kurz drüber informieren, wie das ist, wenn ich das Leuchtfeuer damit entfache. Also bis gleich.